Mehrere Demonstrationen, die sind anberaumt. Es geht bereits am heutigen Tag hier los. Sogenannte Warnstreiks sollen um die Mittagszeit erfolgen. Gegen 13 Uhr soll das der Fall sein. Und morgen ist sicherlich damit zu rechnen, dass es hier, je nachdem wo angemeldet bzw. wo auch zugelassen, es zu Demonstrationen kommen wird, wenn die Impfpflicht nämlich dann tatsächlich auch im Hohen Haus, also im Parlament auch beschlossen wird. Heute ist es einmal nicht so weit. Heute hören wir dann in wenigen Minuten gegen 12.30 Uhr das Pressefoyer. Ich habe jetzt auch gerade die ganz aktuellen Informationen, wer hier zugegen sein soll. Es wird der Bundeskanzler sprechen, nämlich Karl Nehammer, auch Vizekanzler Werner Kogler ist angekündigt. Wir werden zudem den Finanzminister hören, nämlich Magnus Brunner. Wir werden Landeshauptmann Wallner aus Vorarlberg hören und auch der Gemeindebundspräsident Riedl, der wird hier um 12.30 Uhr zur Öffentlichkeit sprechen. Die Themen sind wir natürlich schon gespannt. Es dürfte sich wirklich einmal mehr um die Impfpflicht handeln. Wenn wir hören Gemeindebund und Finanzminister, da könnte es doch so etwas geben, wie unter Umständen diese gut ist sozusagen für Gemeinden, ein Thema, das ja in den letzten Stunden immer wieder aufs Tableau gebracht wurde, dass es hier anstelle einer Impfprämie möglicherweise für Gemeinden, die eine besonders hohe Impfquote hat, hier Anreize gibt. Ob es tatsächlich der Fall ist, wissen wir natürlich nicht, aber gerade der Gemeindebundspräsident wäre dafür ein Indikator. In wenigen Minuten, 12.30 Uhr geht es los, hier beim Bundeskanzleramt im Hintergrund, da erkennt man bereits einige Journalisten, die warten. Wir werden jetzt uns dann auch in die Warteschlange begeben und sind gespannt, was dann beschlossen wird. Zu den Demos, wie gesagt, heute die ein oder andere und morgen nach der Entscheidung hier im Parlament sicherlich auch.